Jo und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Parawald. Ich muss mich gerade nachschauen, ob die Aufnahme läuft, weil ich mir da irgendwie nicht so ganz sicher bin. Da ich jetzt hier jetzt nicht so sehen kann wie bei Fraps, aber egal. Da ich den OBS aber nicht, irgendwie nicht so gern nutze, aber. Naja. Es rauscht jetzt zum Glück weg und wir machen weiter. Weil ich hab. Muss jetzt natürlich wie immer aufnehmen. Weil ich ja hier die letzten 20 Aufnahmen. Lol, ich kann den. Kann ich hier einen Helden hochholen? Ne, oder? Der, wenn ich hier einen weg tue, dann müsste ich das normalerweise. Ah ja, das kostet mich 400 Punkte. Aber was soll ich nochmal sagen? Das letzte Mal war es ja so, dass ich gestern an Halloween zwei Folgen rausgehauen habe. Und zwar die einzigen zwei Folgen, die ich gemacht habe. Darum nehme ich hier, glaube ich, mal gleich mal zwei Sachen auf. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt mal ein paar Sachen noch reinhauen. Und sagen, ein paar Axtkrieger und eine Speerwerferin. Dann hau ich mir hier noch ein paar Rohstoffe rauf. Kann ich immer brauchen. Je mehr ich zum Start habe, desto weniger verbrauche ich dann später. Auf jeden Fall, dann würde ich mal sagen, Mission starten. Nun ist es geschehen. Das war die Entscheidung. Zum ersten Mal in über 100 Jahren habe ich einen Job nicht perfekt ausgeführt. Nein, es ist nicht richtig. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein Unternehmen sabotiert. Ich habe DCs. Ich habe Jarvis verraten. Ich glaube nicht, dass er es bemerkt hat. Er ist kein leidenschaftlicher Mensch und hat als solcher keinen Blick für die Leidenschaften anderer. Ich stand vor ihm, verlegen, ängstlich, nervös. Aber er hat nichts davon bemerkt. Er war nur mehr als verstört, dass seine beste Mitarbeiterin, dass seine Gefährtin, dass sein Werkzeug nicht so funktioniert hat, wie erwartet. Dafür hat David Verdacht geschöpft. Ich bin mir ganz sicher. Er hat es nicht erwähnt, aber das liegt nur daran, dass er mir nichts beweisen kann. Ich werde mich in Acht nehmen müssen. Und Cole, Bela und Stina auch. Hoffentlich haben sie überlebt. Sonst wäre das alles sinnlos gewesen. Das Risiko, die Strapazen. Und wenn sie überlebt haben, hoffentlich machen sie etwas aus ihrem zweiten Leben. Sie sind seit Jahrzehnten die Ersten, von denen ich meine, sie könnten Jarvis' Pläne vereiteln. Und wenn es ihnen nicht gelingt, dann gnade uns allen Gott. Okay. Dann starten wir mal die Mission. Da muss es sein. Na, dann wollen wir mal. Mammut. Von weit her. Ihr wollt diese Welt verlassen und in eure Heimat zurückkehren. Und wir sind gekommen, um eure Hilfe zu bitten. Ich könnte euch helfen. Doch ich habe nicht die Zeit, den Steinkreis aufzusuchen. Meine Aufgabe ist es, den heiligen Wald im Norden der Insel zu beschützen. Mir scheint, der Wald kommt ganz klein zurecht. Das war auch so. Für eine lange, lange Zeit. Doch vor kurzem hat sich ein ruchloser Stamm der Wüstenreiter auf der Insel niedergelassen. Sie jagen die heiligen Mammuts in großer Zahl und stören das Gleichgewicht der Natur. Und wir müssen es wieder hinbiegen, oder was? Wenn wir euch helfen, die
die Wüstenreiter zu verzeihen? Dann werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um euch und eurer Sache zu helfen. Würde ich mal sagen, dann tun wir das mal. Okay. Wir sollten behutsam vorgehen. Erst müssen wir das Lager sichern, dann können wir auf die Suche nach den Wilderern gehen. Was ist? Bin unterwegs. Ich hoffe, ich puste jetzt nicht irgendwie ins Mikro, weil ich habe das Mikro etwas weiter weg von mir getan. Was geht? So dass man es hoffentlich nicht mehr hören kann. Was geht? Schon unterwegs. Also diese hohe Grafik davon ist schon irgendwo meiner Meinung nach ziemlich überwältigend. Wie so alles detailgetreu anschauen kann. Was ist? Bin unterwegs. Bin unterwegs. Hier beispielsweise. Oder die Axtkrieger, die konnte ich früher nur so sehen in den Sequenzen. Und sonst auch nicht, weil die sonst hier immer so etwas verschwommen waren, nenn ich mal. Weil ich damals eine schlechtere Grafik hatte und sowas hatte. Und ja. Und ich hatte halt damals noch nicht so groß diese Möglichkeit. Ich weiß noch, ich glaube, ich habe das damals noch mit der guten alten NVIDIA GeForce 6600 GT gespielt oder so, ich weiß es nicht mehr genau, aber kann auf jeden Fall gut hinkommen. Aber für die jetzigen Verhältnisse ist das Ding ziemlich stein, würde ich mal sagen, steinalt. Das habe ich, glaube ich, mal vor drei, das war vor drei Jahren, habe ich sie ungefähr benutzt. Und ungefähr ein Jahr danach habe ich dann hier meinen jetzigen PC zusammengestellt. Gibt's Arbeit? Na na. Oh, da sind ein paar Eusmilos. Ich würde mir sagen, wir töten die mal da hinten. Was geht? Was habe ich? Ein paar Häuser. Bauen wir gleich mal eine Kaserne. Machen uns hier mal ein paar Arbeiter noch. Wir haben hier einen neuen in der Party dabei, den Erzdruiden. Mal gucken, was der so kann. Oh, Baum. Also, der Erzdruide auf Stufe 1 heilt sich selbst, auf Stufe 2 heilt sich selbst und alliierten Einheiten in seiner Umgebung. Ich will euch helfen. Im Norden des Eilands, zwischen zwei schneebedeckten Bergen, liegt ein gefährlicher Smilodon. Bringt mir einen seiner Zähne. Und ich werde euch einen mächtigen Talisman fertigen. Okay. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Yeah. Gibt's Arbeit? Dann baut ihr hier mir weiter ab. Ja. Und ihr. Geht klar. Sammelt mal Steine, weil Steine brauche ich jetzt dann auch mal. Und dann mache ich mir hier mal zwei Bauarbeiter, die immer mal Bauarbeiten erledigen, natürlich. Ich stehe in eurer Schutz. Arbeitsbereit. Was gibt's? Was gibt's? Ja? Bin bereit! Bin bereit! Ja? Was gibt? Da, da, na, 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 na. Da kommt auch noch ein Haus hin. Dann wird das alles schön und gut. Gut, gut, gut. Gut.
Ich stehe in eurer Schuld. Wobei, ich habe da hinten auch noch ein paar Eusmilos gesehen. Die Welt trägt mich. Die können wir auch töten. Die sind, glaube ich, mal nicht so gefährlich wie so ein Smilodon, aber... Ich bin dabei. Naja. Sicher ist sicher. Diese Insel hat vielen Menschen als Zuflucht gedient. Einige haben ihre Schätze zurückgelassen. Ich höre. Wenn ihr mit offenen Augen unterwegs seid, könnt ihr vielleicht einige von ihnen finden. Okay. Da hinten ist auch schon was. Ach, das Knochenamulett. Alle Einheiten des Spiels erhalten weniger Schaden auf gegen Tiereinheiten. Das wird mir noch sehr nützlich sein in der Mission. Es ist eine Ehre. Ich würde mal sagen, Stina nimmt es mal auf. Bela kommt mal auf Schule 2. Ich kann es sehen. Ich werde euch leben. Oh ja, und er ist auch ein Fern- und Nahkämpfer. Macht euch bereit. Was ist? Was ich auch ziemlich gut finde. Man kann nicht genug Fernkämpfer haben. Was geht? Ein Hafen baue ich dann auch mal gleich da unten hin. Komm, noch ein Holz und dann kann ich hier auf Stufe 2 kommen. Da, na, 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 na. Hä, von wo hol ich meine Nahrung? Die Nahrungssammler. Haben die hier so ein Viech getötet? Ach nee, da ist noch ein Baum. Ah ja, Baum, ein Fruchtbusch meine ich. Oh. Glitzer. Also das würde ich mir doch mal holen wollen, aber brauche ich ein Transportschiff. Mit diesem Surfbrett, das von einem Hai angebissen wurde. Ich würde mal sagen, die bauen mir hier noch ein Forsthaus hin. Ja, genau. Einfach hier hin. Was ihr geht? Beide was baut geht? Mir hier ein Forsthaus. Ne, ihr drei baut mir hier ein Forsthaus hin. Was geht? Ja? Von mir aus. Oh. Nee, ne? Feuerbach. Nee, ne? Was geht's? Und ihr Arbeit? Baut mir jetzt wieder ein Haus hin. Und zwar da. Genau. Nein, ihr sollt auch Nahrung ja. Sammeln, ihr Bimbos. Schon unterwegs. Ja, schon unterwegs. Ja, von mir aus. Boah, Bimbo GmbH und Co. KG würde ich sagen, oder was? Zack, zack. Los, tötet sie. Hier schon mal eine Markierung hin. Machen wir mal einen Kentrosaurus und einen Kampfkeiler. Hä, wo kommt der denn her? Sagt jetzt nicht, dass da ein irgendwo noch so eine Höhle ist. Pfeile gespitzt und bereit. Das könnte funktionieren. Eine Kluge. Schütze bereit. Finde den Weg.
Hä? Auf geht's! Wie konnte ich hier nochmal die Dings drehen? Ich hab da eine Idee. Ja. Es ist etwas, mehr so ein Fail, würde ich sagen. Wohl überlebt. Guter Gedanke. Ja, ich bin neu weg. Ich bin dabei. Ja, baut mir. Da jetzt schon mal ein Steinmetz hin. Ja. Ja. Oh, ich kann hier ja auch ein Kornfeld machen. Dann hole ich mir noch einen zweiten Arbeiter. Den hier damit. Na komm, hole ich mir noch mal ein paar Arbeiter. Dann habe ich hier welche. Dann habe ich ein paar, die bei die Nahrung machen. Die Nahrung machen. Die hier Nahrung besorgen. Arbeiter ist bereit. Also hier insgesamt 4 für. Ja. Nahrung, 4 für Stein und 4 für Holz. Das müsste eigentlich jetzt passen. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo noch eine Mauer ziehen sollte. Ziehe ich mir hier eine Palisade. Wer stört? Sofort. Wer stört? Sofort. Hä, wo sind die 2 Eulen jetzt? Ach, da laufen sie. Ja? So, da können die noch ein bisschen mehr Steine tragen. Was geht? Und ich würde sagen, dann baue ich mir auch noch hier irgendwo so ein Lagerhaus hin. Oh, da hinten. Aber zuvor muss der Wall fertig werden. Sonst können hier ja die Wüstenreiter einfach so bei mir reinstürmen und das will ich nicht. Weil wer will schon, wenn irgendjemand unangemeldet irgendwo hineinstürmt. So, Gebäude fertig, Palisade. Ihr baut mir den Teil da noch fertig unbedingt. Pfeile gespitzt.